Ja, hallo, ihr Tabak- und Pfeifenfreunde hier auf YouTube. Wir haben ja gerade Oktoberfestzeit in München und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie es dazu geht. Ich bin nicht mehr so der Oktoberfest-Fan. Gehe einmal vielleicht raus mit meiner Frau, aber dazu später. Heute wollte ich euch mal ein paar Pfeifen von mir zeigen, die ich so zu Hause habe. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal etliche Pfauen, die ich habe. Die haben alle schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber es sind wirklich noch super tolle Rauchgeräte und ich erfreue mich immer wieder, wenn ich sie anzünde. Ja, rauchen tue ich heute eine Erik Nording. Die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ein schöner Fleckkiller. Ja. Hat die Nummer 077 für die Interessierten. Ja, und in der Pfeife brauche ich heute den Patriot Fleck von Tanpipe. Ja, das sind ja diese wunderbaren Flecks. Ja. Ja, die Dose ist schon fast leer. Ist nicht mehr viel drin. Eine Füllung vielleicht noch. Aber dieser Tabak ist süß und würzig, kühl im Rauch und überhaupt nicht stark. Also ein hervorragender Fleck. Wurde auch schon öfter da vorgestellt hier auf YouTube. Also wunderbares Rauchvergnügen. Ja, und dann unbedingt fange ich mal an und zeige euch einmal so ein paar Pfeifen von Pfauen, die ich hier zu Hause habe. Und da fange ich jetzt einfach einmal an. Mit dieser da. Und das ist, die kommt natürlich aus Italien, ist Design bei Barontini. Ja. Aber schön teilrustiziert. Mir gefallen ja überhaupt die rustizierten Pfeifen oder teilrustizierten Pfeifen sehr gut, muss ich sagen. Teilweise besser wie die glatten. Aber ist wirklich ein schönes Stück Pfeife. Da sind natürlich auch hervorragend auch auf die Dinger. Ja. Gestempelt ist die mit der Nummer. Moment, wo ist sie? Ist ganz klein geschrieben. 482, also 482. Ja. Und da haben wir ein Pärchen gekauft damals, ja. Also zu dieser Pfeife dann noch die dazu. Also die da. Ja. Ist auch teilrustiziert. Schon ein herrliches Ding. Das ist schön in der Hand, wunderbar zum Halten, also und auch rauchen im Mund zu halten. Ja, wie gesagt, das ist die kam als Pärchen zu mir. Ja, ich mag die eigentlich, rauche die wunderbar gern. Haben ja, mit so mittleres bis gut mittleres Füllvolumen. Raucht man schon eine Zeit lang dran. Fleck, hier habe ich hauptsächlich Flecks drin. Da Aromaten, alles so quer durch den Garten. Ich habe ja euch schon mal gesagt, ich passe da eh nicht so auf. Ja. Also, ja, das waren jetzt einmal die zwei Pfauen. Dann habe ich eine Pfauen. Die haben mir sehr gut gefallen. Die ist einmal gebraucht zu mir kommen, als ich das, die habe ich mal im Internet geschossen. Und das ist eine Faun-Jahrespfeife 98. Ja, also, ich finde ein herrliches Stück. Auch teilrustiziert. Wirklich ein ganz, ganz tolles Rauchgerät.
Und da geht einiges rein. Das ist ein gut mittleres bis größeres Füllvolumen. Ja. Aber ja, schon flexen. Ne? Ja, also da brauchst halt dann schon 2 Stunden lang, ne, an so einem Gerät dann. Aber es ist leicht. Lässt sich auch wunderbar im Mund halten. Ja. Gestempelt ist die mit der Nummer. Das ist 0740. Ihr kennt das nicht. Ich weiß nicht, ich muss mir da nochmal irgendwas einfallen lassen, dass ich da eine bessere Belichtung habe. Gut, die Kamera, das ist von Logitech eine, meine finde es nicht schlecht, aber für, weiß nicht, vielleicht hätte man doch was Besseres kaufen sollen. Aber ja, müsst ihr einfach glauben, wenn ich euch die Nummer sage. Ich lüge euch nicht an. Ja, ein wunderbares Pfeifchen. Die ist da so eckig unten. Also für mich ein Traumpfeifer. Ja. Ja. Dann haben wir Pfeife. Natürlich auch wieder eine Faun. Was ist die? Das ist eher ein kleines Stück. Und die ist aus der Serie Twen. Faun Twen. Mal schauen, sie das sinkt. Wir probieren noch. Das funktioniert alles nicht. Das haut nämlich nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ja, das könnt ihr nicht sehen. Ist gestempelt mit der Nummer 117. Also 117. Ja, die habe ich schon etliche. Ich finde das Mundstück, das ist ein schönes Acrylmundstück. Und auch leicht. Habe ja auch Flakes drin. Und ja, naturbelassene Tabak. Füllvolumen ist eher. Ja. Ja, gut, mittleres kann man sagen. Mittleres Füllvolumen. Ja. Die hat schon ein paar Dellen. Ja, wie gesagt, ich habe sie auch manchmal in der Tasche und so. Ich schleppe nicht immer Pfeifentasche mit, wenn ich einmal schnell kurz einmal rausgehe. Dann nehme ich halt eine Pfeife mit. Und dann liegt sie mal im Auto und ja, wisst ihr selber, wie das oft ist, aber ich. Bordellen stören mich nicht. So ist das ein gutes und ein wunderbares Rauchgerät. Ja. Und da habe ich noch eine aus der Serie drin. Das ist da die Apple-Form. Ja. Da rauche ich fast nur Flex raus, aus der. Ja. Und glaube, der Dieter Niermann, wo ich das erste Mal diese Pipe-Tipps da mal gesehen habe, wo er es da vorgestellt hat, was mich eigentlich damals noch gar nicht interessiert haben, hat er ja gesagt, dass das bei den Lippen bis Mundstücke nicht so funktioniert. Also, ich habe es probiert. Ja, also funktioniert auch, muss ich sagen. Mal übers Ausschauen und Geschmack. Da lasst sich jetzt wirklich streiten drüber, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe es im Mund, mich stört es nicht und kann wunderbar damit rauchen mit dem Gerät, mit dem Pit. Und auch, wie gesagt, auf diese Lippenbissmundstücke. Ja, da habe ich auch etliche da, auch von Petersen noch Pfeifen. Und also wie gesagt, ich schiebe die halt hinten drauf, über das Ding. Jetzt, da. Und kann ja einwandfrei damit rauchen. Also das funktioniert bei denen auch. Wie gesagt, wie es ausschaut, andere sagt, das schaut ja furchtbar aus, aber das Kind mir überhaupt nicht auf den Pfeifen. Kann ich verstehen, klar, die Geschmäcker sind verschieden, aber mir geht es hier einfach ums gute Rauchen und ich beiß nicht mehr durch, ne? Wie vorher. Weil, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich euch da die Nummer gesagt habe. Ja, das ist ganz schwer für mich zu erkennen. 54.
5, 4, ja. Also die Faun aus der Serie Twin 54. Ja. Auch ein wunderbarer Fleckkiller für mich. Ja. So. Und dann machen wir einen Schluck Kaffee erstmal wieder trinken. Natürlich auch wieder erfahren. Und die ist aus der Serie Linea. Ja. Sagt die aus? Ganz ein schönes Päffchen. Ah, Flex natürlich. Überwiegend Flex. Glänzend schön. Ich mache das mit den Wechselkarten da, was ich euch letztes Mal vorgestellt habe, auch immer und wie gesagt mit der Nivea-Creme immer wieder ab. Alle paar Mal rauchen sauber. Und da schauen die immer wieder toll aus, diese Dinger. Ja, und jeden Tag raucht man es ja nicht. Ja. Wunderbares Gerät. Ja. Auch nicht schwer. Also ich bin schon auch sehr Faun-Fan. Ja. Und ich habe jetzt das Video letztes Mal vom Rallye gesehen, wo er auf Intertabak war. Ja gut, war natürlich sehr interessant für mich. Ich bin wahrscheinlich da durchgetreten, so die ganze Zeit, ne, wahrscheinlich. Und allerdings diese, was ist Jahrespfeife, was die jetzt da haben, Diamond oder wie die heißt, also das wäre jetzt nicht so mein Geschmack. Ja, ich müsste es vielleicht einmal in der Hand haben und so und mir die mal aus der Nähe anschauen. Aber so auf Anhieb hat man die nicht so zugesagt. Aber die italienischen Pfeifen, da war da aber, also die waren schon ein Traum, gell. Also, ich hätte da wahrscheinlich den ganzen Tag nicht mehr rausgehen, wenn ich da dort wäre. Ja, wäre mal interessant. Vielleicht mache ich es einmal. Ja. Wie gesagt, aus der Serie Linear. Und die Nummer ist das. Die Shape-Nummer 320. Dann auch aus der Serie Linear dieses schöne Stück. Die ist rustiziert. Ja. Hört man sehr gut. So, wie so marmoriert schaut das aus. Ja. Habt ihr auch gar nicht mehr gesehen? Das sind schon ältere Stücke, also das ist jetzt nicht irgendwas Neues. Ja. Aber schön. Auch gut im Mund zu halten. Wunderbar, hat die Nummer 305. Wirklich ein tolles Rauchgerät, ja, um Tabak zum Verbrennen. Ja, das waren jetzt einmal so meine Frauen. Ich habe schon noch mehr, aber kann ich nicht alle, das wäre das ein Stundenvideo. Und dann hätte ich einmal eine Frage. Und zwar habe ich mir ja auch mal schon vor längerer Zeit, das war so ein Konvolut, was ich mal beim Internet ersteigert habe zum Herrichten. Und da war eine dabei, für mich ist das ja Vulkan, die Song, ne? Und ich habe leider nur diesen Pfeifenkopf. Da war kein Mundstück nicht dabei. Und heißen tut die Pfeife, also die ist da abgestempelt, da heißt da Dannemann Pearl Prayer. Ja, Dannemann Pearl Prayer. So steht es da, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Aber keine Nummer. Die ist mit keiner Nummer gestempelt. Vielleicht kann mir da mal jemand irgendwas dazu sagen, dass er da was weiß oder wo ich da so ein Mundstück wieder auftrage. Sonst muss er mir da halt einmal eins nachmachen lassen. Aber das ist ein schöner Vulkan für mich. Ja. Ich habe zwar etliche Mundstücke, auch so lose daheim, aber da passt leider keins. Die ist ungefiltert. Also die ist ohne Filter. Ja. Ist zwar jetzt nicht so für mich so, aber
Die gefällt mir einfach vom Ding und die rauche ich auch. Ich habe schon auch filterlose Pfeifen zu Hause, ja, die rauche ich trotzdem, also, aber halt nicht so oft, ich bin ja eher der Filterfan. Ja. Aber vielleicht weiß da jemand was davon. Wie gesagt, darum steht Dannemann Pearl, Pearl Prayer. Aber leider keine Nummer. Ja. Aber wäre schade, wenn man da kein Mundstück dazu hätte. Vielleicht hat ja zufällig einer das Mundstück und die Pfeifenkopf nicht. Ne? Das wäre natürlich, da kann man sich vielleicht ein bisschen einigen. Ne? Ja. Ja, das war mal die Frage dazu. Das Pfeifen wieder anzünden. Ja, wie gesagt, Oktoberfest gerade in München. Und ich habe es ja gesagt, ich bin also nicht mehr so der Fan. Früher, in jüngeren Jahren, bin ich natürlich öfter rausgegangen. Ja. Aber mittlerweile ist das für mich ja immer das Gleiche, sage ich jetzt einmal. Und ich mag diesen großen Trubel gar nicht mehr. Ich gehe vielleicht, wenn es schönes Wetter ist, da ist ja nächsten Freitag ein Feiertag. Und wenn dort das Wetter passt, sage ich jetzt einmal, dann gehe ich gerne mit meiner Frau raus und da ist meistens dann noch ein Schulkamerad dabei von mir und dann gehe ich aber nur auf die historische Wiesen, also wie wir in Bayern sagen, auf die alte Wiesen. Ja. Da muss man zwar einen Eintritt zahlen mit 2, 3 € oder was das kostet, aber ich finde es gemütlicher da draußen, schön im Biergarten sitzen, ja. Und dann schaue ich dann schon, dass wir dann um 11 Uhr in der Früh oder Vormittag drinnen sind, ja. Dann essen wir da gemütlich und trinken 2 Masserl, wenn es ein Gaudi ist, dann auch 3 Masserl Bier. Aber das klangt dann eigentlich für mich und wir schauen dann immer das so, wenn es dann am Nachmittag oder Spätnachmittag der Trubel schon langsam losgeht, dass wir dann wieder daheim sind, da schleichen wir uns dann wieder. Ne? Ja. Und wie gesagt, 3 Masserl ist es ja schon die Grenze für mich, also weil das Bier ist ja doch stark mit über 6%. Und zu mir hat einmal ein schlauer älterer oder ein weiser Mann gesagt, man soll nur so viel essen und trinken, um die Arbeitskraft zu erhalten. Ja, da ist schon irgendwas Wahres dran. Beim Essen habe ich jetzt da weniger ein Problem, aber mit dem Trinken, ja, das ist natürlich bei meinen, der braucht mehr, um die Arbeitskraft zu erhalten, der andere weniger. Ne? Also bei mir ist so die Grenze mit 3 Masse, die dann gut erreicht, sage ich jetzt einmal, weil das weiß ich dann aus eigener Erfahrung, wenn das dann mehr wird, dann ist das mit der Arbeitskraft nächsten Tag gar nicht so gut, sage ich jetzt einmal. Und darum stimmt der Satz schon, nur so viel, um die Arbeitskraft zu erhalten. Okay. Wenn ihr aufs Oktoberfest geht, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ah, das wollte ich euch nochmal zusagen, weil ich habe jetzt einmal vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, da werden ja Tische angeblich im Internet für Tausende von Euros da versteigert oder verkauft. Gell. Ich meine, wenn jemand da Tausende von Euros für seinen Tisch ausgeben will, kann er gern machen. Aber ich habe ja früher selber immer mal Tische reserviert und weiß eigentlich schon ein bisschen, wie das abläuft. Also das ist immer so, wenn einer einen Tisch will, entweder kennt er jemanden, der was das verkauft, ja, der was da mit den Festwirten zusammenarbeitet. Aber in der Regel ist es so, die beste Zeit ist natürlich Januar, Februar, März, wenn man da auf die Internetseiten dieser Wiesenwirte geht und sich das dann bestellt oder sich anmeldet, sage ich jetzt einmal, und schauen sicher, ist nicht gesagt, dass man was kriegt, ja, aber die Preise ist normalerweise so, ein Tisch wird immer gerechnet mit 2 Personen, mit 10 Personen. Und jede Person muss 2 Maß Bier, also Biermarken kaufen, 2 Maß und ein Verzehrgut sein, so circa um die 20 Euro, das schwankt von Zelt zu Zelt ein bisschen. Also wenn ich jetzt so einen Tisch rechne, 2 Maß Bier, das kostet mittlerweile 10 Euro, dann habe ich 20 Euro, der Verzehrgutschein mit 20 Euro, das sind 40 Euro pro Person, mal 10, Tisch ist wie gesagt für 10 Personen ausgelegt, dann kostet mich so ein Tisch 400 Euro, ja, und nicht mehr. Ja, wie gesagt, das kann jetzt von Bierzeit zu Bierzeit ein bisschen variieren, aber so ist die Preise. Und wenn man natürlich eine Box will, dann kostet es doppelt, weil man da halt auch mit 20 Personen reingehen kann. Ja. Aber ich sage einmal, jede Person trinkt ja sowieso 2 Maß Bier und essen muss man auch was. Also
Der Tisch selber, wie gesagt, der kostet nichts. Man muss halt diese Verzehrgutscheine kaufen und in dem Sinn kostet immer Tisch 400 Euro. Ja. Und ihr müsst jetzt einmal da auf die Internetseiten unter der Woche, ich glaube, da kriegt man sogar jetzt noch irgendwas. Die haben da so einen Plan aufgestellt, wann, wo was frei ist und die Reservierungszeiten, also so ein Tisch, es gibt immer zwei Zeiten, ja. Das ist einmal ist Vormittag von 10 oder 11 bis 15 Uhr, ja. Da muss man gehen, dann kommen die nächsten. Ja, ich habe es halt immer von 17 Uhr bis Ende genommen. Ja. Wenn man jetzt natürlich so einen Tisch den ganzen Tag will, ja, dann kostet es natürlich das Doppelte. Und dann muss man, wenn man sagt, man will jetzt wirklich von Eifi bis Ende drinnen bleiben mit 10 Mann, dann muss man halt pro Mann 4 Maß kaufen und zwei Essensgutscheine für 20 Euro. Ja, und dann kostet halt der Tisch dann 800 Euro. Ja, aber wie gesagt, man verzehrt das ja. Also, ja. Und wie man da für ein paar tausend Euro das losbringt, im Internet, irgendwie wundert mich eigentlich ein bisschen. Ja. Gut, das wollte ich euch jetzt bloß einmal sagen. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, wenn es rausgeht, viel Spaß am Oktoberfest. Ich wünsche euch ein schönes Wetter, viel Gaudi und dann bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.